Mercedes-Benz präsentiert sich auf der Detroit Auto Show 2012 optimistisch und innovativ. Nach einem Rekordjahr blickt der Autobauer bereits in die Zukunft. Vor Journalisten aus der ganzen Welt stellt Mercedes-Benz den Smart-as-Pickup-Truck vor, ein Konzeptfahrzeug mit einem komplett neuen Ansatz, wie ein urbaner Pickup künftig aussehen könnte. Spezifisch dieser Smart for us, wenn Sie wollen, Pickup Smart, ist natürlich eine sehr mutige, aber auch eine durchaus faszinierende Idee. Dieses amerikanische Grundkonzept zu reduce to the max, wie der Wahlspruch von Smart ja heißt, jetzt anzuwenden. Wir müssen uns mal anschauen, wie hier die Reaktion ist. Wir müssen anschauen, wie auch die Wirtschaftlichkeit eines solchen Gedanken sich darstellen würde. Aber es ist natürlich ein weiterer Beweis von der extremen Kreativität unserer Mannschaften und eben auch der Möglichkeit, alle möglichen Entwicklungen der Mobilität, insbesondere mit Smart im urbanen Umfeld, zu eruieren und womöglich auch tatsächlich dann zu realisieren. Im Mittelpunkt des Mercedes-Benz-Auftritts steht aber auch die Weltpremiere von zwei E-Klasse-Hybridmodellen. Deutlich weniger Verbrauch bietet der benzinbetriebene E400 Hybrid, der in den USA auf den Markt kommt. Der E300 BlueTEC Hybrid ist dagegen für den europäischen Markt konzipiert. Das sparsamste Oberklasse-Modell begnügt sich mit 4,2 Liter Diesel pro 100 Kilometer. Der weltweit niedrigste Verbrauch für eine Premium-Limousine mit dem Ausstattungs- und Sicherheitsniveau, eine außergewöhnliche Fahrperformance mit fast 600 Newtonmeter Drehmoment, das ist also Fahrspaß pur. Mercedes-Benz hat außerdem seinen neuen SL vorgestellt. Die sechste Generation des Klassikers ist noch einmal deutlich leichter als sein Vorgängermodell. Und weniger Gewicht heißt weniger Verbrauch und noch mehr Fahrspaß. Mercedes-Benz schaut zuversichtlich auf das gerade begonnene Jahr. Der Autobauer rechnet damit, stärker zu wachsen als der Markt.